Also hier auf der Seite vom Monument hier, auf den Stränden vom Omaha, da ist das Zeichen der neuen Weltordnung wie auf dem Dollar. Ne? Und ich mache das ganz kurz, weil ich habe schon auf Englisch gemacht, aber es ist schon wichtig genug, nochmal auf Deutsch zu machen. Da liegen all die Leute. So. Also die neue Weltordnung hat alles befehligt. He? Das ist die Horus Matrix. Schau mal in meine Filme. Und hier auf die andere Seite vom Monument sehen wir das andere Teil vom Dollar. Ne? Diese Leute mit dem Israel-Stern. Und diese Leute haben ihr Leben gelassen für den Dollar, könnte man sagen. Da. Und D-Day fand statt am 6. Juni, was der 6. Monat ist, am 6 Uhr. 6, 6, 6. Das war ein satanistisches Ding. So, Sacrifice. Komm nicht aufs Wort. Also. Ja, so das Ganze war dann ein Opferritual. Ne? Das ist die Horus Matrix. Schau mal in den Film, um das zu verstehen. Ja. So. Also hier die europäische Religion, unsere, gegen all diese da von diesen äußerlichen Mächte, die uns beherrschen und überherrschen. Mit all ihre Glaubensrichtungen, die wir da glauben sollen und so unter Zwang, ne? Das ist unseres. Omaha, das magische Kreis. Gegen die Pharaonen. Also hier habe ich am Strand vom Omaha Beach die Strände des Omaha und D-Day. Zweiten Weltkrieg habe ich einen magischen Kreis hier gefunden vom Pilzen. Also ich glaube nicht in Gott oder so, aber vielleicht gibt es trotzdem etwas. Also mache ich ein kleines Gebet. Bitte gebt mir die Kraft, damit wir diese Pharaonen und das Böse da vernichten. Diese Templer und diese Schweizer, die all diese Kriege finanzieren. Die müssen vernichtet werden für die Menschheit. Naja, mal gucken, was bringt, ne? Da. Da sind wir wieder. Hoppla. Der Grund aller Kriege und 666 Opferrituale, sowie hier am Omaha Strand und amerikanischen Friedhof, ist die Horus Matrix. Hier die Isis mit der Horus Falke. Und nebendran das französische Äquivalent der Marianne mit dem französischen Nationalsymbol der Hahn. Was auch die Isis darstellt. Sie heißt auch Venus, Freiheitsstatue, Columbia, Helvetia, Freya und so weiter. Die Isis war schwanger von ihrem Mann Osiris, den sie ermorden ließ vom Herrn der Finsternis, Set-On oder Satan, Sat-An, damit sie ihr Kind Horus alleine am Nil erziehen konnte, nach dem Bild eines gehorsamen Mannes, was Set-On für sie ausgetüftelt hatte. Genauso wie man nur aus Wolfenbabys kleine dumme Hörnchen macht. Und genau darum sollte man die Männer in all diesen Kriegen töten, damit man ihre Söhne ohne die Einmischung und Übertragung der Väter nach dieser pharaonischen Matrize erziehen kann. Und das Wort Matrix, Matrize oder Mutterform, kommt denn auch von dem lateinischen Mater oder Mutter, die Isis. Und all diese Adligen von so und von das und von hier und so in der SS und Wehrmacht, die die einfachen europäischen Männer in die Horus Matrix durch den Fleischwolf jagten, sind alles richtige Pharaonen, wessen Wort aus dem demotischen Per A kommt, was das große Haus bedeutet, das große königliche Haus der Pharaonen weltweit. Genauso wie die Templer alles Adlige per A waren und keineswegs Mönche. Naja, ebenso macht und behält man eine Sklavenrasse, zahm wie Schäfchen.
Und hier kommen all diese Freimaurer her. Von der Per A. Da, das ist die Isis. Auch am Omaha Beach. Und da ist die Falke. Da. Ja, was willst du noch mehr? Na? Ist das nicht eklig? Und nachdem ich da, das ist hier auf Omaha Beach, da in dem magischen Kreis war, kam der Horusvogel auf mich zu. Hier, das ist genau auf der gleichen Stelle, bei Omaha Beach. Da, wo ich da die 666 und die neue Weltordnung und alles da, die Horus Matrix gefilmt habe. Ist es nicht unglaublich? Auf die Bestelle. Ich war stellvertretender Schiffsführer. Die Kunden, die Kronenkreuzer, die Kunden, wir sehen, die waren auf 10 bis 12 Kilometer Entfernung. Und dann fing das ja an. Und da ging dann auch ein von den großen Schiffgeschützen, der King, war ja keine 20 Meter von uns weg, rein in den Graben, direkt in den Graben getroffen. Um 2.30 Uhr werfen die ersten alliierten Kampfflugzeuge ihre Bomben ab. Die Schlachtschiffe eröffnen das Trommelfeuer. Die Bomben lagen weit hinter uns. Dann haben wir nur gehört. Den Artilleriebeschuss von den Schlachtschiffen und Kreuzern, die lagen, na, der nächste war vielleicht 10 Meter hinter meinem MG-Loch. Ne? Also den Dreck habe ich noch gekriegt, jede Menge. Aber eine Gefahr bestand für uns nicht. Alle Schlachtschiffe und Zerstörer, all die Bomber, die über unsere Köpfe hinwegflogen, die Raketen. Wir konnten diese ganze Maschinerie über unseren Köpfen sehen und hören. Man hörte sie mehr, als man sie sehen konnte. Wir fragten uns, wer soll das überleben? Und da gehen wir jetzt rein. Die Zeitzeugen Heinrich Severlo und David Silva bestätigen es ja. Sie haben absichtlich gerade daneben geschossen und bombardiert, damit die amerikanischen Soldaten dachten, dass da niemand mehr am Leben war und es ein Sonntagsspaziergang sein würde. Sonst wären sie ja nicht aus ihren Booten gekommen, um sich wie in einem Entenschießen verheizen zu lassen. Eben das ist die Horus-Matrix. Und das Gleiche haben diese von so und so adligen Pharaonen Per A an der Ostfront mit den Deutschen gemacht. Aber bin ich sehr oft gegen die Deutschen geflogen. Und das, das war damals nicht einfach. Nein. Verstehen Sie, wenn die Deutschen Antwerpen genommen hätten, da wäre viel verloren gegangen. Das ist so. Und Sie haben das Spitfire geflogen. Jawohl. Wenn Sie da hineingehen, gehen Sie mal hinein. Ja. Stehen Sie auf. Ja. Warte. Gehen Sie mal ins Zimmer nebenan. Ja. Da sehen Sie eine kleine Spitfire. Oh ja. Hier. Okay, ich gehe noch schnell gucken. Genf können probieren, die kann man die Spit nicht heran. Sie haben den Messerschmitt geflogen, ja? Nein, ich habe sie einmal probieren dürfen. Ja. Aber die da war 20 Mal besser. Die hatte Rolls-Royce-Motoren. Merlin. Oh, yes. Eine ganz gute Maschine. Und wie viele Flugzeuge haben Sie abgeschossen? Einen einzigen. Ein einziger, ja? Ja, eine U-88. Ja. Und wissen Sie warum? Wir haben keine zwei begegnet. Ja, da war die. Wir waren so übermächtig. Ja. Da war nichts zu holen. Das war so. Also, Sie waren erst in den letzten Kriegsjahren dabei, also? Ja, ich war in dem Weltkrieg. Ja. Im letzten Weltkrieg. Ja. Von 39 bis 45. Die ganze Zeit, ja? Die ganze Zeit. Aber zuerst war ich noch erst in der Ausbildung. Um in die Ausbildung zu kommen, musste man so eine Probezeit
in England machen. Und dann wurde ich nach Kanada geschickt, nach dem Staat Alberta, um da ausgebildet zu werden. Und das ist ein ganzes schönes Land, ja. Das Kanada. Ich habe sogar zwischen Halifax und Vancouver eine Frau kennengelernt im Zug. Ich habe mit der Liebe gemacht im Zug. Oh je. Somit kam es. Und da gingen wir den schönen Stanley Park in Kanada, in Vancouver, und da war die Sache vorüber. Man war ja jung. Ja. Stehen Sie? Ja, ja. Und wie ist das mit Weihnachten? Haben Sie Besuch gehabt oder waren Sie hier alleine? Wo? Jetzt mit Weihnachten und Neujahr? Da bin ich allein. Das stört mich gar nicht. Aber das ist ja traurig. Na, warum? Hören Sie zu. Also der Churchill hat gesagt... Lieber allein als schlecht gepaart. Ja, ja, das stimmt, ja. Aber wenn ich darüber nachdenke, ich habe es hier aufgeschrieben nochmal genau. Der Churchill hat gesagt... Noch nie in der Geschichte des menschlichen Konfliktes haben so viele so viel an so wenige zu verdanken. Das ist wohl wahr. Und das sind das Sie. Das hat er gesagt. Ja. Zu dieser Bande gehörte ich auch. Ja, genau. Und Sie, jetzt, wissen 70 Sie, Jahre später, hocken Sie hier alleine mit Weihnachten und Silvester. Das spielt ja keine Rolle. Also niemand... Das ist mir wurscht. Ja. Ich habe jetzt noch zwei Kinder auf dieser Welt. Ja, ja. Ich bin geschieden, ich war in Argentinien 12 Jahre. Noch nie in der Geschichte des menschlichen Konfliktes haben so viele so viel an so wenige zu verdanken, sagte dieser Politiker und Kriegstreiber Churchill. Und jetzt, 70 Jahre später, in 2013, verbringt der ehemalige RAF Spitfire, Kampfpilot des Zweiten Weltkrieges, Wing Commander des 135. Wing, Raymond Gruber, all seine Weihnachten ganz alleine in seinem Appartement, wo er wegen seiner 91 Jahre niemals mehr rauskommt. Alleine und vergessen. Also zieht nicht in den Krieg in Afghanistan und Irak für diesen Politiker und finanzielle Elite. Weil niemand wird dich dankbar sein. Du wirst bloß wie ein menschliches Wrack mit der Fernsehfernbedienung in der Hand enden. Alleine und vergessen. An einem Sonntag im Oktober 2012 aßen wir einen Kuchen vom Supermarkt und als ich die Plastikverpackung abspülte, um es zu die Mülltrennung der PET-Wiederverwendung zu tun, fiel mir den Oktogon auf. Und nach näherer Betrachtung sah ich zu meinem Erstaunen, dass da sogar die geheime Machtstruktur vom Feind des Innern abgebildet war. Für so dumm und dämlich halten sie uns, dass sie es vor unseren Nasen abbilden.
Der innere Kreis ist ein Hexagon, Hexagramm oder Sechseck, was eine 6 ergibt. Wie in dem Winkel und Zirkel der Freimaurerei, das ist der befehlende Kopf des Biestes, der innere Kreis. Hexagon, innere Kreis. Planet Saturn mit hexagonaler Pol. Dann kommt der mittlere Kreis, das Oktogon, Oktogramm oder Achteck, was die Nummer 8 ergibt. Und Oktogon schützt den inneren Kreis vor die 4 und äußere Kreis. Oktogon sind die Templer, den militärischen Arm, ihre Basis die Schweiz und die weltweite blaue Armee des Innern mit ihren oktogonalen Mützen und Abzeichen. Also dann haben wir hier Oktogon. Templer ist Schweiz. Sogar die Mütze der New Yorker Polizei ist oktogonal. Oktogonal in Hamburg, Mütze. Original Geheimpolizei, Oktogon. Oktogonal gegen das deutsche Volk. Und schließlich der äußere Kreis, das Viereck und untere Basis der hierarchische Pyramide, was die Nummer 4 entspricht. Das Viereck, die Basis. Und hier sehen wir, wie die Nummer 4, ne, genau richtig auf diese Nummer 4 passt. Passt ganz genau. Das sind wir. Also von innen nach draußen gibt 6 die Befehle an 8 und 8 befehligt 4, was in Friedenszeit die Nummer 684 ergibt, was zusammen 18 ist, 3 mal 6. Und wenn in Kriegszeit das Recht auf Befehl zu töten gegeben wird, dann gibt die 8 2 Punkte an die 4, was die beiden Hände des Mannes am Kreuz befreit, wodurch die Zahl 666 in Kriegszeiten entsteht. Früher hat man vor allem die Fassaden der Häuser mit Geheimsymbole im Stein versehen. Jetzt gibt es im neuen Zeitalter, die neue Weltordnung, Plastikverpackungen und Firmenlogos, womit sie prächtig ihre Kartells verständigen können, damit jeder Business innerhalb der Familie des großen Haus des Per A Pharaonentum Geschäfte machen kann. Aber dass einer so frech ist, dass er die allgemeine Machtstruktur des großen Hauses oder Per A auf einer Kuchenverpackung präsentieren würde, das ist doch wirklich sehr dreist. Man hat wohl nicht damit gerechnet, dass es Menschen wie Gyuris Sean Ross gäbe, dem die Strukturen der Macht und ihre Geheimsymbole durchaus bekannt sind. Das hier ist ein wichtiger Film, den jeder sich anschauen sollte. Das System Oktogon oder Schwarze Kassen. Weil die Macher des Filmes aber keine eingeweihten Kenntnisse haben, fragen sie sich im Film, warum nun die Name Oktogon, weil ja nichts Achteckiges zu erkennen oder zu sehen ist. Das hier ist ein Templerkreuz und die Templer haben in 1291 die Schweiz, die Freimaurer und die Schweizer Banken gegründet. Siehe die Pharaonenshow von Gyuri. Verbinde ich nun alle Ecken, entsteht ein perfektes Oktagon oder Oktogon. Ein Achteck. Und das hier ist ein vereinfachtes Templerkreuz und die Fahne der Basis der Schweizer Templer-Nazis in genau den gleichen Farben. Und verbindet man alle Ecken, entsteht wiederum ein Oktogon. Die Name Oktogon ist also die Geheimcode für die Basis der Nazi-Templer, die Schweiz.
Und wenn das Befehl hilft Octagon, Octagon ist in Gefahr, von den Schweizer Templer-Nazis in das weltweiten Freimaurernetz gesendet wird, dann kann Wolfgang Schäuble nichts anderes tun als gehorsam und zu versuchen, den Finanzminister Norbert Walter Borjans vom Bundesland Nordrhein-Westfalen mit allen legalen und illegalen Mitteln zu stoppen. Tja, das sollte dann eine Pyramide sein. Und jetzt werde ich euch zeigen, woher das Templerkreuz kommt. Und das Schweizer Kreuz kommt aus dem Templerkreuz. Ne? Die Pharaonen sind hier. Sie waren immer hier. Und sie haben Adolf Hitler finanziert und ein enormes Leid über Deutschland und Europa gebracht. Ermordete Kinder, Konzentrationslager. Sie sind hier. Und sie waren immer hier. Und ihre Basis ist die Schweiz. Und darum sprechen sie auch in der Schweiz vier verschiedene Sprachen, damit sie in alle Teile Europas ihr Terror treiben können. Und aus den Templern kamen die Freimaurer, die Schweizer Banken, die militärische Arm sind die Templer, der wirtschaftliche Arm die Schweizer Banken und die politische Arm oder politische Flügel sind die Freimaurer. Da hilft nur noch eine militärische Intervention. Alles andere wird scheitern, weil die Schweizer Templer-Nazis, die geben die Befehle und alle Freimaurer müssen gehorsam. Nicht wahr, Schäuble? Der Schäuble hat auch nichts dagegen, dass das deutsche Volk über den Tisch gezogen wird. Ne? Ja, da sind sie wieder. Ne? Das Octagon. Geheimcode Octagon für die Mutter. Aller Elend. Ja, Sie lesen es gut. Schweizer benutzen professionelle Auftragsmörder, um wirtschaftliche und politische Ziele wie Wolfgang Umvogel oder Uwe Barschel auf versteckte, saubere Art zu beseitigen. Und jeder, der darüber weiterredet, eine Antiterroreinheit mit sämtlichen Morddrohungen zu schicken. Hier kann man mitlesen, wie die Schweizer Nazi-Templer den Macher der Pharaonenshow, Sean Ross, eine Antiterroreinheit oder eher eine Terroreinheit geschickt haben. 3 Pistolen auf dem Kopf, Augenbinde wie in der CIA-Entführung, Hand- und Fußschelle, überall bewaffnete und maskierte Männer, Schreie, Drohungen, Nazi-Terror pur. Und jetzt bekommt er Morddrohungen von der Schweizer Nazi-Justiz und Schweizer Nazi-Templer-Polizei, dass wenn er weiter seinen Mund aufmacht, er wie Wolfgang Umvogel verenden wird oder sie würden bei der nächsten Verhaftung abdröhnen. So wie bei jeder Mafia gelten in der Nazi-Templer-Basis Schweiz die Gesetze des Schweigens, die Omerta und die Vendetta. Sie sind frei, wir ihre Maurer, wie die Bienen der Königin Isis. Sie sind frei, wir die Maurer.
Und da sind die alten eidgenössischen oder eher meineidgenössischen Werte wie Lügen, Betrug und Meuchelmord. Uwe Bachschel, Wolfgang Umvogel. Meuchelmord. In 2010 wollte Wolfgang Umvogel Steuer-CDs an Deutschland verkaufen. Dann schnappte die Schweizer Geheimdienst ihn und er wurde geselbstmordet, so wie Uwe Bachschel, auch in der Schweiz. Na? Hier haben wir ein sehr seltenes Foto von Adolf Hitler in der Schweiz in 1923, als die ihn mit 30.000 Schweizer Franken, das ist etwa 500.000 Euro jetzt, finanziert haben. Zwei Monate später machte er seinen Putsch in München. Die Schweizer Templer-Nazis haben den Adolf über den ganzen Krieg hinweg befehligt. Und das ist auch der Grund dafür, dass der Rudolf Hess nach England flüchtete und der wollte nicht, dass Deutschland total zerstört wurde und er wollte, dass die Engländer sagen oder die Alliierten, dass die Schweizer alles in der Hand hatten. Dann hat er gefragt, ich möchte Hamilton sehen. Aber der Hamilton war ein Hochgrad-Freimaurer und Pharaone und damit würde Hess für die Rest bis am Ende seiner Tage das Schweigen auferlegt. Hier kann man das nochmal nachlesen, ne? Drückt einfach auf Pause, wenn ihr das ruhig lesen wollt. Also die Schweizer, die stecken dick da hinten, dem Ganzen. Ich hoffe, dass Gott YouTube schaut. Die Schweizer SVP-Nazis ehren auf ihren Plakaten Anders Breivik, den Kindermassenmörder von Utøya, ihr Templerkamerad und Islamhasserfreund. Ist ja mehr als geschmackslos, um auf den Leichen der Kinder und mit dem Leid anderer Rechtspolitik zu treiben. Diese Schweizer haben sogar ein Bier und ein Kreuzzügen damit zu feiern. 1291, das Jahr, worin die Templer die Schweiz gründeten und den Templerschatz in die Schweizer Bergen brachten, um damit die Schweizer Banken zu gründen und das Nazi-Gold und all die geraubten Wertsachen aus dem Zweiten Weltkrieg, nennen sie den dritten Templerschatz. Schauen Sie die Pharaonenshow von Gyuri. Ich, Sean Ross, der Pharaonenshow und die Octagon-Serie habe mal aus meinen Kriegserfahrungen die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Soldat und einem Krieger aufgestellt.
Mütter, erziehe deine Söhne zu Kriegern, damit die Pharaonen sie nicht schnappen können, um Soldaten daraus zu machen.